Vorhang auf für Martin Semmelrogge. Wer am Freitagabend ins Bayreuther Zentrum kam, den erwartete eine lockere und spontane Lesung. Mit viel Witz und der Begleitung von Willi Meier trug Semmelrogge Auszüge aus seiner Autobiografie »Das Leben ist eine Achterbahn« vor. Eine Fahrt von Kindheit über Jugend bis in die Gegenwart. Im Radio lief die Rede von John F. Kennedy, dem berühmten US-Präsidenten. Er war ein paar Tage vorher zu einem Staatsbesuch in Berlin gewesen. Einen Satz seiner Rede verstand ich. Ich bin ein Berliner. Da konnte ich mitreden. Ich bin auch ein Berliner, sagte ich, wurde aber sofort eines Besseren belehrt. Neu, du bist ein Schwab. Es gibt immer einen Grund. Sie werde ich mit Sicherheit vor Gericht noch mal wiedersehen, sagte der Richter am Ende der Verhandlung zu mir. Damals war ich beleidigt, aber er war ja schließlich Richter. Und die behalten ja bekanntlich immer Recht. Tja, wir ließen es uns in den Staaten gut gehen. Ich kaufte mir einen neuen Ford Mustang, ein rotes Cabrio mit weißem Dach und weißen Ledersitzen. Iris kaufte sich den dazu passenden neuen Busen. Ja, damals war das wirklich kultig, also, und nicht teuer. Wir waren für amerikanische Verhältnisse standesgemäß getuned. Heute war es besonders toll. Das war also der erste Spruch, dass ich mich heute so gefreut habe, in Bayreuth zu sein. Das ist also nie vorher eingeprobt, sondern das kam einfach so ganz impulsiv. Und dann war das Haus voll, gute Leute da. Es war richtig gut, ja. Uns hat es sehr gefallen. Semmelrogge bettet seine Anekdoten immer wieder in historische Ereignisse der vergangenen 50 Jahre ein. Ein bewegtes Leben voller Berg- und Talfahrten. Ich glaube, jeder Mensch hat irgendwie die Achterbahn, kennt die Achterbahn, weiß, es geht hoch und runter im Leben. Ohne Sonne kein Regen, ohne Regen keine Sonne. Also das glaube ich, jeder Mensch kann das nachvollziehen. Und so geht's mir auch. Mal bin ich in der Steilkurve und fahre nach oben, meistens nach oben. Manchmal geht's halt auch nach unten, aber dann muss man den Schwung kriegen, wieder nach oben zu fahren. Man kennt natürlich seine Eskapaden, in Anführungszeichen. Und ich finde, er bringt es lustig rüber, was er erlebt hat, alle positiven, negativen Seiten. Ich finde es schön, dass er so viel Geschichtliches vermischt mit Privaten. Das ist amüsant. Sehr erfrischend und so bisweilen ein bisschen erinnert an meine Jugend. Sind ja nicht so weit auseinander. Also ich habe mir den eigentlich immer ganz anders vorgestellt, als er dann in Wirklichkeit ist. Man sieht ihn immer so als Chaoten, der viel im Knast gehockt ist und so weiter. Und so lernt man dann eigentlich mal so richtig als Mensch kennen. Das hat mir ganz gut gefallen eigentlich. Einige Geschichten behielt der Schauspieler an diesem Abend für sich, weshalb viele die Gelegenheit nutzten und Semmelrogge schwarz auf weiß mit nach Hause trugen. Infos zum weiteren Programm von Leselust unter www.nordbayerischer-kurier.de.